Oh, das ist eine gute Frage. Zunächst finde ich, hat der ältere Riesling hat mehr Körper, was natürlich auch durch den im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland höheren Alkoholgehalt zustande kommt. Hat mehr Power oder hat sehr viel Power. Ich habe gestern auch Weine probiert, alte Weine auch, die sehr, sehr viel Power hatten aus den 70ern, 80ern. Die haben noch wahnsinnige Kraft. Und eben das klassisch elsässische Terroir. Reichhaltig, rassig, konzentriert, dicht, so würde ich es jetzt so. Okay, das sind zwar vier, ich kann zählen. Aber okay. Das Spannende gerade im Elsass ist ja, dass das Elsass so ein Mosaik von Terroirs hat, wie es fast nirgendwo anders gibt. Und das finde ich erstmal ultra spannend. Das heißt, man kann 10 Weine probieren und 10 Weine haben ein komplett anderes Terroir. Und das finde ich macht das Ganze noch so extrem spannend einfach, dass man aufgrund des Bodens so viele verschiedene Typen ausarbeiten kann. Darüber hinaus Rieslinger eh eine Rebsorte, die sehr, sehr ein sehr breites Spektrum hat, wie man sie in die Flasche, auf die Flasche bringen kann. Das heißt, würde ich gar nicht so einzeln rauspicken wollen, sondern einfach das Gesamtprodukt, dass die Möglichkeit da ist, so viele verschiedene terroirabhängige Weine zu produzieren, das ist der Hammer. Finde ich super. Auf jeden Fall was Gereiftes. Soll ich jetzt einen speziellen sagen? Ja. Ich hatte gestern Abend Kloster in Uen 1990. Den kriegt man leider nicht so leicht, habe ich schon mal geschaut. Aber generell finde ich, habe auch heute wieder gemerkt, im Vergleich zu gestern, gerade ein bisschen gereift. Auch die Winzer sagen 12, 13, also jetzt aktuell 12, 13, ist der Jahrgang, macht jetzt richtig Spaß. Das heißt 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre Reife. Da werden die Weine einfach runder, erwachsener und machen dann einfach viel mehr Spaß. Und dann gibt es wirklich von der Basis bis den Grand Cru-Klassen wirklich spannende Weine. Auch die Cremants, sehr, sehr schöne Sachen dabei. Trocken sowie Restsüß. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel, was man an einem langen Abend dann an verschiedenen Weinen einfach dem guten Freund präsentieren kann. Ja, jetzt junge Grand Crus. Warum im Keller? Die jungen Weine, die würde ich jetzt probieren, beziehungsweise die jungen Nicht-Grand Crus, die man jetzt gut trinken kann, jetzt auch im Kühlschrank natürlich, oben in die Küche, dass man schnell dran ist. Und dann eben die Grand Crus, die einfach noch das Potenzial haben und auch noch Zeit brauchen, um sich zu vervollständigen, um fertig zu werden, in Anführungsstrichen, die jetzt in den Keller, dass man die in ein paar Jahren rausholen kann und dann langsam anfangen kann zu trinken. Fisch macht natürlich viel Spaß. Ich bin großer Fan von Gänseleberterrine mit restsüßem Riesling. Was auch sehr spannend, natürlich Käse, klar. Und eben, was ich ganz cool finde, mache ich im Sommer gerne zu Hause, wenn ich grille oder auch im Restaurant gegrillt wird, scharf angebratenes Beef. Und da eben eine Spätlese zu mit der Restsüße finde ich sehr, sehr gelungen. Dafür habe ich auch noch nicht alle probiert, deswegen dürftest du mich ja erst danach fragen. Es gibt sehr, sehr viele spannende Sachen, auch gerade auch wieder in das Terroir bezogen. Habe auch eine spannende Vertikale schon aus Schöneburg probiert. Möchte ich eigentlich auch nicht so sagen, weil alle bringen tolle Sachen auf die Flasche und es macht wirklich Spaß, sich durchzuprobieren.